Wir dürfen uns jetzt auf mächtig Tore freuen, denn diese beiden Teams, die jetzt gleich spielen, trafen bisher am häufigsten. Hier sind Motor Neufünfland gegen B2B United. Bilo führt sein Team an. B2B. Bitte einmal Emote jetzt rein. Gut, was für Tor! Heide Witzka, Herr Kapitän! Am Ende 6:2 für B2B. Am besten diese Woche mal Rot, Lichttherapie. Würde dir gut tun, Großer. Hereinspaziert, Motor Neufünfland. Super Ball und das ist der Hebler. Papa Bär wieder Alter. Feuer machen. Boah. Motor Neufünfland, ein Rückschritt Richtung erster Spieltag. Also hereinspaziert für das Team, das zuletzt erfolgreich war gegen Two Stripes. Und angeführt werden sie vom Teamhead Benny Henrichs. Mit meiner Bilo. Kette! Eli hat gerade neben mir Platz genommen. Der ist krank, ne? Bilo ist krank, ja, der hat Corona anscheinend. Gute Besserung an der Stelle. Mit meiner Kette, mein Bruder. Guckt euch die Kette an. Benny Henrichs, das eine B ist da. Für sein Team, das zuletzt 6:2 gegen Two Stripes gewonnen hat. Mensch sein und dementsprechend ist wichtig, dass sie da sind, wichtig und richtig, und sie machen einen guten Job. Schluss. Glaubt an euch, Vamos! Rein in diese Partie, Motor Neufünfland in Rot von rechts nach links. So. Heute das erste Mal im Gut, warte, geh jetzt, Conny! Trau dich! Super, ist okay! Ich find's auch geil. Ruhig. Oh, guck mal hier, der kommt einfach weg. Der Fries, der ist gut in Form. Zuletzt Dreierpack. Ich finde es auch geil, Bilo krank, Benny echt sehr viel zu tun, der Mann ist Fußballer, hat jetzt mal keine englische Woche, will sein Team nicht alleine lassen und ist direkt hier am Start. Ja. Das finde ich super geil, dass eigentlich fast immer einer am Start ist. Gut, so Eli. Dass Benny jetzt hier vor Ort ist, finde ich wirklich cool, da kann man auch mal ein Herzchen reinspannen im Chat für den Mann. Hat doch einer der besten Teams hier. Ruhig. Spielt Fußball, traut euch. Spielt. Nochmal, nochmal, Seifi. Gut. Sehr weit am Ende. Ich glaube, Spiel 5 oder 6. Und super spannende Partie, auf jeden Fall. Fokus gegen Komm hoch, bisschen Seifi. Ja. Komm hoch, bisschen Seifi. Sehr drauf. Bravo. Ist sogar das letzte Spiel. Okay, ist das letzte Game. Okay. Mit DNA, das Spiel davor gegen The Pack. Mein Herz pumpt, ne? Jeder muss mal das letzte Spiel haben, Freunde. Wir wissen, dass die Spieler das nicht so gern mögen. Aber Abschluss. Man muss es halt, irgendeiner muss es halt machen. Abschluss! Oh, super Parade von Edinger. Was? Direkt da. Weiter. Adelan Noor. Der Mann. Beide Teams übrigens so ihre Probleme mit Ball. Bei Team B2B geht es unter anderem um die Genauigkeit. Sie sind, was Pässe angeht, das unsauberste Team der Liga. Nur 82% Passquote. Ist scheißegal, wir sind auf dem zweiten Platz. 50 Schüsse in 3 Spielen. Auch da sind sie ganz weit unten in der Tabelle. Und ist auf der scheißegal. Anderen Seite, was Ballaktionen angeht, Motor Neufünfland drittschwächster Wert. Also, mach boah, guck mal hier. Man kann es auch umdrehen, nämlich zielstrebig. Und das ist das, was B2B macht. 1:0. Die frühe Führung. Panetta. Tranquilo. Benny, Coach Benny, Benny, Panelis. Benny. Es war Fabian Gemayel. Bravo, Fabi. Bravo, Fabi. Vamos! Gewartet, ne? Unglücklich, dass der eine da weggerutscht ist. Yes, er Benny! Jugendtag Vamos! Befreundet ist Benny Henrichs. Sie kennen ihn. Fabian Bravo, Gimmel. Fabi! Ganz Bravo, genau Fabi! Er auch derjenige gewesen, der viel gescoutet hat für dieses Team. Tranquilo, wartet. Boah! Boah, lauf durch! Geile Hymne. Stehen, wir stehen, wir stehen! Dann haben wir Edinger, der hat ein fettes Pflaster am Auge. Der hat sich letzte Woche eine schöne Platzwunde zugezogen. Kopf an Kopf im Ligabetrieb für seinen Verein Ida Oberstein. Aber nicht mehr sichtbeeinträchtigt. Und bei dem Gegentreffer Gut, kommt Check, wir müssen dran glauben. Den! Ja, wo ist Granit Xhaka? Der ist wahrscheinlich gerade in der Vontorious-Kabine und unterstützt hier. Das sage ich jedes Mal. Ja, klar. Wenn der Ball auf dich... Wenn der Ball auf die Stürmer kommt, müssen wir als erstes da sein. Einer muss kommen, einer muss kommen. Gianluca Reck. Gut. Mach ihn. Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Ruhig nur, da, ruhig B2B nur. B2B versucht, Motor Neufünfland im Spielaufbau zu stören. Jetzt ziehen sie sich Oder wir zurück. Haben bis jetzt nichts Aber zugelassen. Wissen, nichts. Dass Motor Neufünfland Probleme hat. Für uns ist ganz den wichtig Ball die Verteidigung. Die sind eher so ein Team, was dann straight. Noah, du musst. Bravo! Sie haben mit Benjamina, mit Hebler zwei Jungs, die ganz wenige Schüsse nichts brauchen, zugelassen gut abschließen. Jetzt.
Boah, der kann wehtun, der Ballverlust. Der kann wehtun, ja. Genau, das könnte jetzt passieren. Seifi wusste es. Yildirim hatte eine antizipiert. Idee. Nee. Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Auch da. Wenn die Null hinten steht, das ist wichtig. Schnell den Ball zurück ins Spiel. Wir wollen schnell wieder Meter machen. Ja, da haben wir den Hebler. Boah, auch da super abgelegt. Erste Chance. Gut gespielt. Das kann haben er gut einfach. Gespielt. Mit dem Rücken zum Gegner, dann wird es gefährlich. Und er warte mal, Pascal. Komm mal jetzt, Pascal, Junge. Komm mal, Palli. Also die haben schon sehr prominente Jungs in ihren Reihen. Komm mal, Jeton, ruhig. Wie gesagt, Benny Köhler heute auch wieder dabei. Ruhig, ruhig, ruhig. Bravo, Jeton. Ich habe ja nur meine Headphones auf, deswegen Bravo. Bin ich so ein bisschen isoliert von der Stimmung. Lass den Ball laufen. Unten. Richtig geil, ne? Die Fanclubs. Jedes Team hat hier auch so eigene Erster. Fanclubs mittlerweile. Egal, ist okay. Und die feuern halt ihr Team immer sehr, sehr geil an. Aber wir machen, jedes wir machen Team, sehr muss ich sagen, hat heute Wicht eins dabei. Wir aber man merkt sehr schon, dass Wicht, es so Gruppierungen gibt für ein paar, ne? Sie bilden sich gerade und das stachelt ja die anderen auch wiederum. Ja. Sie sehen wir müssen auch, jetzt oha. Zustechen. Das ist nur gar nicht so einfach zu managen, weil wenn das Team fertig gespielt hat, dann sind sie fertig mit ihren Anfeuern für wir ihr Team jetzt halt. Ne? Weißt du, was ich meine? Das ist ja so, und dann Digga, manche gehen dann ja auch schon wieder. Deswegen, wir haben, das ist ein Streaming-Produkt, das muss man ganz klar sagen, aber die Stimmung dafür hier in der Halle finde ich super und es ist gar nicht so einfach. Ich merke, oder mir ist warum wichtig, die, ich will nichts zulassen. Warum es so viele Überschneidungen, gut, dann spielt ich, ruhig, gut weißt zu was ich meine? Also ich finde auch wirklich seit letzter nix Woche nichts hinten zulassen. Ist ja auch jetzt erst die dritte Woche in Düsseldorf. Oder ganz die greifen anderer Punch. Und wenn sich jetzt noch Fanclubs rausbilden mit Capo, dann glaube ich, steht der so, Atmosphäre eine große in Zukunft Ordnung. Ins Haus. Anton mag meinte, ich. Der hat sich auch, lasst euch Zeit. Der hat so mit ein paar Abonnenten von ihm geschrieben und da haben welche richtig Bock gehabt herzukommen. Den hat er halt dann die Karten geschenkt. Weil jedes Team hat halt auch 30 bis 50 Karten frei. Schöner Pass. Abschluss. Palli. Super. Oh, ist egal. Heute ist okay. Übrigens, ist okay. Kann man jetzt ist schon okay. Festhalten. Weiter. Ich habe, glaube ich, das war jetzt gerade das vierte Mal, dass ich die Bande im Einsatz gesehen habe. Also auch da wurde offensichtlich dran gefeilt. Ihr stehen. Seht, wir feilen stehen. An der Atmo, am Publikum. Toni der sitzt Ball hier, Eli sitzt hier. Wir Leute, stehen. Wir stehen. Lasst ein Follow da. Ein du musst Samudi. Gut, Noah. Diese Icon League hat es verdient. Wir haben heute noch echt geile Spieltage vor uns, ne? Wir haben beide Chats übrigens hier offen. Wenn Jeton, ihr du musst. Fragen mal habt, Schubs. Gerne rein. Du bitte nicht, wann ist wer wo. Ihr werdet sehen, wann die Teammates kommen, wann welches Spiel boah, ist. Alter, unnötig. War gar nicht so leicht für Reck. Ah, jetzt nimmt er den Ball, erstmal zurück ins Tor. Nicht, dass Motor 05 Land hier schnell zuschlagen kann. Geh mal, jetzt geh mal, jetzt geh mal. Jetzt darfst du, Hamudi. Geh eins alleine. Abschluss. Oh mein Gott. Edinger. Also ich find's, Edinger. Zweimal sah der Torwart nicht echt. Zweimal sah der Torwart so nämlich, Hamudi. Er war dran, aber er Vamos. Kann ihn nicht entscheidend zum Richtungswechsel. Vamos. Deswegen, ich glaube, Hamudi, der Hass ist es. Der hier das Tor macht. Das ist sein Premierentreffer. Ich will es lauter haben. Erstes ich will es lauter für haben. Hamudi Dahas. Und auch ihn kennt Benny Henrichs seit der Jugend. Also seine Jungs auf dem Feld liefern. Falsche Spieler eingeblendet. Ja. Hat das Tor gemacht. Noah Jones, ich verstehe die Verwirrung. Das ist der, der auch gut und gerne mal trifft. Aber in dem Fall war das, glaube ich, Hamudi Dahas. Ruhig. Ruhig. Bravo, Hamudi. Bravo, Hamad. Xhaka war vorhin auf jeden Fall hier. Wir wissen ja nicht, wo. Also, der war für die Vontorias, glaube ich, am Start. Genau. Der war vorhin im Pre-Stream auf jeden Fall da. Irgendwo hier wird er wahrscheinlich auch noch sein Unwesen treiben. Schöner erster Schön Kontakt. Gelöst. Wunderbar gelöst. Ayadi! Also, wir sehen auch heute schon wieder richtig viele Tore. Es ist super schnell. Also wisst ihr, was bei mir, in der ersten Halbzeit wo wir am meisten drauf Wert legen? Wie schnell auf die Verteidigung. Guckt mal, wie wenig wir bis jetzt zugelassen haben. Ich weiß nicht, haben. Ob er kommentiert. Eine Chef. Chance. Die wollen immer alle Granit Xhakas, ihr Publikumsliebling. Darauf Alter. Legen wir so viel Wert. Panne, ich und Benny. Haben, ne? Dass die Verteidigung ja, bei uns, dass, dass jeder kämpft, das dass jeder eng dran ist und dass jeder niemand was zulässt. Das ist für uns das Allerwichtigste. Also Rob Andrich zum Beispiel, der war ja am ersten Spieltag auch da. Super also, gespielt. Das hört wieder da, glaube ich. Super alle gespielt! Gehabt, den muss er machen, vielleicht im zweiten Jones. Wunderbar, zu viel. Er war ja schon grafisch eingeblendet. Jetzt rum. Weiß ich auch, wie der Edinger sich die Beule so gut. Zugezogen hat. Leg mehr! Ja, die super gemacht! Mal Motor neu
Fünfland macht echt kein gutes Spiel, das muss man so sagen. Also sie hatten am zweiten Spieltag einen echt sehr, sehr guten Tag, aber das wäre, glaube ich, die dritte Niederlage, wenn sie hier verlieren. Und das ist halt, das ist zu einfach. Ja. Voll auf dem falschen Fuß erwischt und auch da kommt Edinger nicht mehr rein. Vamos! Das ist zu einfach. Hat sich mal auf die Reise für Benny Henrichs. Ist auch das älteste Team tatsächlich hier, das Team vom Motor Neufünfland. Edis soll kommentieren, auf lustig. Wir können Edis mal fragen, ob er will, mal ein Spiel. Wir geben ihm hinten raus die Einladung, wie wir es mit Mert letzte Woche gemacht haben, würde ich vorstellen. Edis, die zweite Halbzeit kommentieren. Der steht hier. Die ganze? Die zweite Halbzeit ein bisschen. Jesus. Wir wissen ja gar nicht. Hey, echt? Gut, so Fabi! Ja, also. Ja, Fabi! Ja, Fabi! Komm, machen wir. Wenn dann eine Halbzeit. Nicht 100%, ne? Alles klar. Machen wir. Ist eingeloggt. Edis macht ein paar Distracks. Der hat gestern erstmal die halbe Twitch-Deutschland-Bubble gefrontet. In so einem Rap-Song. Der hat einen Rap-Song Gut so, Noah. Guck mal hier. Das ist Track. Können wir querlegen. Bring den Ball rüber. Kann er nicht den querlegen, ne? Zu Clearing. Spiel den, Noah. Spiel den ab. Noah, bitte spiel den ab, Bruder. Aber jetzt gehen sie mal vorne drauf. Das müssen sie jetzt auch. B2B hat aber schon mal ein 2-0 verspielt, ne? Das muss man an der Stelle mal sagen. Cello, sehr ruhig. Danach jetzt das 4-0 und dann beenden wir das Ding. Gut gehalten jetzt mal von der Tusche war Sensor und Tusche sagt, nee. Brandy! Ja, gestreckte Bein! Tschüss! Er geht doch so! Schnelle Antwort. Ruhe da draußen! Rodri Kreuzbandriss, oh, gute Besserung. Was? Hab's gestern auch gesehen. Warte mal, wenn gelbe Karte ist, haben die jetzt 2 Minuten? Nee. Ja, und der muss erstmal raus. Ach, Bruder, der geht da rein, Alter, ich schwöre dir, ey. Ich hoffe, nichts Schlimmes, Alter, bei Safe. Da haben sie. Ach, die machen jetzt Rulebreaker? Rulebreaker nehmen. Bedeutet? Und dann haben die Schlawiner von B2B einfach schneller drauf gedrückt. Goldener Ball. Der Ball ist übrigens ein bisschen rutschiger, weil der ist ganz das neu schlau? Ist das schlau? Ist ganz, ganz wir haben jetzt einmal Überzahl und wenn wir treffen, zählt's doppelt. Der braucht noch ein bisschen Hack. Es ist wirklich so, der ist wirklich rutschiger. Bitte. Ich hab mich Spielt das jetzt daneben. Spielt das jetzt wirklich? Der Ball zählt bitte doppelt. Also, wenn schlau du damit ein Tor schießt, zählt das wir haben einen Tore Mann mehr. Jetzt zwei Dinger machen. Gute Idee, aber B2B hat das mitbekommen. Jetzt Zeit die Möglichkeit, von dannen zu ziehen. Wenn sie ein Tor machen, zählt das doppelt. Dann stünde es, stand jetzt 5:0. Das ist dann schon ein Brett. Ruhig. Zumal ruhig, Motor 9-5-Land sich im ersten ruhig Durchgang nicht mit Ruhm bekleckert hat. Bravo. Boah, dann war die Rutschigkeit. Pascal, hier. Schneller, Pascal. Schneller, Pascal. Schneller, Pascal. Schlau gedacht eigentlich, mit, vom Palli mit der Bande. In vielen Jahren. Schießt er? Nein, Jungs, spielt es doch mal aus! Spielt es doch mal aus! Ja, müssen sie ausspielen. Jetzt Mitte. Ja! Und es ist geplant. So nämlich! Geplant, und es ist abgeordnet. Ja, ja. Ich glaube, er wollte in die Mitte spielen. Das Ding ist durch. Das spielt, wir sind einmal Überzahl, Männer. Spielt das aus! Lacht auch. Oder nicht? Das war aber nicht geplant, er wollte querlegen. Ich weiß. Sehr unglücklich für den Torwart. Und dennoch, ist sich, glaube ich, auch nicht ganz sicher. Timeout. Yannis Dublin, der Mann aus Luxemburg, Wildcard. Jetzt noch eins machen wäre so big. Jetzt noch eins machen und also das Ding ist Motor komplett durch. Motor Neufünfland steht für Spektakel. Entweder für sie oder gegen sie. So jetzt ein unnötiges das erste Mal Tor, für Alter sie. Zählt aber ein. Mit einem so Tor ein wird das gut. Egal, weiter. Scheiß drauf. Passiert. Und schon. Boah, gut, Conny. Aktuell in der Pluto TV Warm-Up Area. Gegen SC Bürgeramt. Und jetzt müssen wir Nissan verteilen. Rulebreaker kommt. Und jetzt heißt es kämpfen, beißen. Es und kann es nur Motor 05 sein. Gut machen. Überzahl. Das ist jetzt ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, mach weg das. Boah, schwer. Wir dürfen in der ersten halben Minute keins passieren. Erste halbe jetzt Minute dürfen wir schön ruhig eng bleiben. Conny, du musst Gegner zurecht spielen oder abziehen. Oh, richtig. Abgefälscht von Aya. Noah, hinter dir. Geh mal, Conny. Geh 1-1. Geh alleine. Geh alleine. Der Dreierpacker von letzter Woche. Oh, super Bewegung. Oh. Kein Foul. Super. Nix von Conny, du musst. Conny, du musst. Conny, du musst. Und das liebe ich. Dass sie zurückarbeiten. Das liebe ich. Bleiben. Dass jeder mit zurückkämpft. Du musst, Conny. Sehr gut. Jetzt. Weil er mit zurückgeht. Die Abschlusschance. Weil er mit zurückgeht! Auch da wird angezeigt, weil wir Krieger sind. Wieder über Nicole. Nix anbrennen lassen. In 2 Minuten Überzahl.
nichts anbrennen lassen. Habe ich das richtig gesehen, dass sie ihre Überzahl bis jetzt noch nicht, also sie haben nicht meine Chance. Drei oder vier Mal von hinten raufgeschossen. Das ist die Linksfuß. Müssen das ausspielen. Ja, jetzt versuchen sie können sich, sie nicht, weil wir es krass machen. Den Gegner zurecht weil zu wir es so gut zu finden, machen. Aber B2B bietet nicht. Dass sie das kaum richtig benutzen. Also die hatten kaum eine Chance. Überzahl richtig. Ist weg. Das ist auch schon wieder rum. Ja, also haben sie überhaupt nicht gut ausgenutzt, den Joker. Oder auch einfach krass verteidigt. Sagen wir es mal so, mein Lieber. Starkes Spiel eigentlich. Digga, wir machen das so gut. Ja, wir ne, machen das Idee, super. Aber Edinger ist da. Sie verwalten das Ganze. Ja, 14 Torschüsse und nur 2 aufs Tor. Da fehlt die Präzision. Fußball! Gut gemacht. Ja, ja. Geh raus damit. Noah, raus! Gut. Queering. Vielleicht noch mal in Rückraum oder so. Sehr Fußball. Gut. Vorbereitet. Lange noch? 2:5. Das Tor war vorbereitet. Zurechtgelegt den Gegner. Es sind immer noch knapp 40 Sekunden Unterzahl. Alles offen noch. 6,5 Minuten. Gute Calls, Kappa. Ah, muss ich noch kurz überreden lassen, der Edis. Jetzt und du musst! Zurück aufs Feld gesprungen. Jetzt kommt er gleich. Nico. Gut zu Mathieu. Rückraum. Zu seinem Sohn. Vorbei! Vorbei! Sich den zurecht. Tusche. Hier, Alter! 3 Sekunden länger. Oha. Ich würde so im Tor und versuchen, meine Spieler zu motivieren. Weißt du, was ich meine? Weil das gehört auch zum Sport. Oder, liebes Chat-Team, irre ich mich da? Digga, Hamoudi spielt den Ball nicht ab. Hamoudi spielt den Ball nicht ab. Es ärgert mich. Schauen wir mal, ob Motor Neufünfland den Torjäger-Job mal durchspielen würde. Aber passiert nicht. Guck mal. Wir müssen jetzt auch mal schauen. Einmal quergelegt! Was passiert hier, liebe Freunde? Heiland zeigt das Kasten und Zeit. Warum nicht vorher? Mai, oh Mai, das ist ja unglaublich hier. Beide. Yes, 3 Punkte. So nämlich. Hör mal, das hat Zukunft. Das war echt schön. Ja, dem gelingt heute noch nicht viel. Was meinst du? Dem Benjamin. Ein guter Mann. Du, ich sag mal so. Dem Benjamin Karimina. Ich sag mal so, jeder hat mal seine schlechte Phase. Ne? Man kann nicht immer super. Super. Von wegen! Und sehr gute Bewegung. Das Gegenargument, liebe Freunde. Digga, der Mann ist, glaube ich, 42 Jahre alt. Benjamina oder von Fachleuten Benjamin Karimina genannt. Super. Benjamin, richtig, ja? Aber wir geben das gerade her. Da darf auch ein Kommentator neben dem anderen sitzen. Ich glaube, die den Film kennen, die wissen, was ich meine gerade. Ich fühle mich wie der eine. Der mit Ahnung. Jetzt wird es nämlich nochmal heiß. Wow. 4:6, Yildirim. Du wirst hier Zeuge einer spannenden Endphase. Ey, das ist schon mal warm. Jetzt aktuell gerade. Wo sieht es nämlich aus? Wow. Ich verstehe nicht, warum. Hä, hey, wie geil. Yildirim. Super, Yildirim. So dumm, Digga. Die Liebe begann am zweiten Spieltag. Da hat er einen Freistoß direkt verwandelt. Oh. Dem ganz wichtig für Union Berlin. Für Union Berlin sei schon. Wow. Motor Neufünfland. Wow. Auf der anderen Seite B2B. Wow. Omer, wo bist du? Aber Omer, wo bist jetzt du? Jetzt hin und her. Duell-Chat, so allgemein die Spiele heute, wie war es? Noch nicht. Nee. Emojis. Wir haben immer alle gut. Fuß vor. Gut. Da unten. Machen. Wow. Super. Was passiert hier? Letzte Woche Dreierpack. Jetzt ist Zeit zum Feiern. Jetzt ist durch die Woche. 8:4. Was ein wunderschönes Tor, ja. Seit du hier sitzt, ist Bambule. Und danke für Elf. Weil die Mäuler stopfen. Und weil wir auf Platz 2 bleiben werden, wahrscheinlich. So, Yildirim. Wow. Ja, aber das spiel schnell. Auch wenn wir in der Netto-Spielzeit angekommen sind, das ist zu spät. Und wenn es jetzt blöd läuft, ich wusste es. Dann gibt's noch einen oben drauf, schon wieder in den Winkel. Feuer! Ja, ich würde sagen, den, das haben sie sich verdient. Sie sind besser. Weil wir eine Geschlossenheit sind. Weil wir ein Team sind. Und weil jeder für den anderen läuft. Wow. Eine Spitzenleistung haben wir heute gesehen, Chat. Yetonurukovci! 9:4. Eli hat eben noch gefragt, waren wir schon mal zweistellig? Nein, waren wir nicht. Ich habe ein bisschen Angst um Motor Neufünfland. Ich habe Angst um Motor Neufünfland. Und direkt macht oh den rein. Er macht den direkt rein. Ey. Der Typ ist so irre. Bruder, was passiert hier? Eben schlägt er da den Brandi noch in die Bande. Und jetzt macht er so einen Abschluss. Ich bin so stolz auf dieses Team. Ja, Bro. Junge.
Und ich der Mann hat schon drei Tore. Zeitzeuge, ich bin so stolz schau mal. Sie. Das erste Mal zweistellig. Halleluja. Und noch was für ein zweistelliges Tor. Weil ich bin so stolz auf dieses Team. Egal wie weit es vor uns geht. Wahnsinn. Ich bin stolz darauf. Gianluca Reck. Dieses Team fühlt sich zweistellig in der Eigenleague. Und Edis ist Zeuge. Der weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Ich freue mich voll. Stolz. Ich finde das schön. Mach dir noch eins. Haut dir noch eins rein. Oh, haut dir noch eins rein. Richtig. Finster. Ja. Für Motor Neufünfland. Konstantin Fries. Oh, jetzt. Ja, MVP, da sprecht es an, Chat. Wen nehmen wir? Ich würde sagen Ayadi. Ich merke gerade von Corona nichts. Ich merke nichts davon. Super Job. Ey, es hat mir mega Spaß gemacht. Du hast es reingebracht. Ich finde, ihr macht das wunderschön hier, wirklich. Das war mir eine Freude, weil das hier selber... Und wollt ihr sehen, was ich... Wollt ihr mal kurz sehen, was ich vorhin für ein Video an die Jungs geschickt habe? Damit ihr mal versteht, warum ich mich gerade so freue auch noch, was nämlich eingetroffen ist. Ich würde mich auch nochmal zu Wort melden. Ich kann leider heute nicht dabei sein, aber ihr wisst ganz genau, ich bin beim Herzen bei euch dabei, ich fühle mit euch. Ich denke an euch, ich hoffe, ihr macht das. Ich weiß, keiner ist da, Benny ist nicht da, ich bin nicht da. Aber ich vertraue euch zu 100%, jeden Einzelnen von euch. Ich weiß, dass ihr die absolut zerficken werdet, weil ich an euch glaube, als Team und an jeden Einzelnen von euch. Und diesen Song, ich will ihn heute so oft hören. Lass die Mäuler stopfen. Stopft sie! Scheiße, Digga.